Ja, einen schönen Sonntag, ihr Lieben. Mein Gott, wir haben echt schon eine Weile mehr durchgehalten, oder? Ich meine, für Tag 10 ist schon nicht schlecht. Wir kommen gerade mit Pavle zurück von einer Plündernacht und haben endlich ein bisschen noch von den Teilen und von den Elektronikteilen. Damit machen wir nämlich direkt den ersten Schritt. Erstmal schicken wir wieder Bruno ran hier. Wo ist Bruno da? Bruno, also seht ihr mal, Bruno kocht jetzt schon die letzten drei Mahlzeiten hier. Das wird langsam echt eng. Ich glaube, wir machen es diesmal anders. Diesmal kriegen sie alle nur rohen Fraß. Müsste nicht immer so super essen. So, und dann wirst du jetzt schon hier die nächste Erweiterung basteln von der großen Werkstatt. Du darfst nach oben, Katja. So, du hast super was gegessen und gehst pennen. Mehr kriegst du nicht. Wir müssen unbedingt diese Kleintierfallen basteln und ein paar irgendwo hinklatschen. Da wir sonst nämlich Probleme mit der Nahrung kriegen, glaube ich. Wenn wir nicht jede Nacht irgendwie was finden, haben wir nämlich echt Probleme damit. So, also kriegst du auch nur rohes Kramzeug hier. So, was können wir denn hier noch machen? Ah, guckt. Oh, hier, was ist das denn? Sobald wir Löcher und Fenster in Unterschlupf mit Brettern und zugenagt haben, können wir in Erwägung ziehen, unsere Tür zu verstärken und ein einfaches Alarmsystem. Cool. Haben wir aber nicht genug Teile für. Ansonsten was Neues, das ist nur neu. Achso, hier können wir jetzt. Ach, guck mal an. Hier, das sind die Dinger, die wir brauchen für die nächsten Updates von den anderen Sachen. Den Mixer brauchen wir für die, was waren das? Kräuter oder was? Das ist für die nächste Heizung und die UV-Lampe, denke ich mal, für Bepflanzung. Ja, logisch eigentlich, oder? So, du darfst. Nee, du warst ja wach. Du haust dich hin. Du gehst jetzt auch erstmal die ein bisschen Ekelzeug fressen und du bleibst heute für uns hier auf Achse. Gucken mal, ob wir noch was anstellen können mit dir. Wir haben jetzt natürlich gar keine Bauteile mehr. Die haben wir gerade alle verbraten. Ja, den Mixer war das. Ach, den brauchen wir hier für die Metallwerkstätte. Da, den Mixer. Für die nächste Stufe. Na, ansonsten können wir ja nicht wirklich viel machen. Die Kleintierfalle kostet auch ganz schön teuer. Bestandteile und noch mehr Teile. Haben wir alles leider nicht. Ja, hoffentlich, dass wir genug Kram ranbekommen. Wir müssen vernünftig plündern wieder. Wo ist jemand an der Tür? Oh, wer bist du denn? Ah, du bist kein Händler. Du hättest da was für mich? Oh Mann. Nee, du machst irgendeinen Scheiß. Ich hab Pistole mit zwei Schuss oder einem Schuss. Ein Schuss reicht für dich. Ja, ich. Nein. Was willst du? Hallo Nachbar, du bist nicht von hier, oder? Ich bin hier, um dir zu sagen, dass es eines der Häuser in der Nähe verlassen ist. Die Eigentümer haben die Stadt verlassen und dass das noch unmöglich war. Wenn du mir hilfst, reinzukommen, können wir etwas Wertvolles finden. Was sagst du dazu? Ich bin da. Ich bin nicht sicher, ob wir ihm trauen können. Echt nicht sicher. Tja. Ich bin nicht von hier. Nee, möchte ich nicht. Nee. Ach so, er bleibt noch da, oder was? Oh, ich weiß es nicht. Und dann haben wir eine nette Dame zu wenig hier. Ja, nee, tut mir leid. Hätte ich aber auch nicht. Nee. Hau ab, weil das war mir sehr suspekt. Der Typ sah schon so gefährlich aus. Nee. Muss ich nicht haben. Nein. Müssen wir nicht. Nee. Müssen ja, können ja nicht jedem sagen hier, dass wir freundlich und nett sind. Ist zumindest ja so eine Art Apokalypse. Also müssen wir schon ein bisschen aufpassen, was wir hier machen. Wir können nicht mal mehr Filter herstellen. Wir haben echt keine Bauteile mehr. Na, ich denke, dass wir einfach mal direkt in die Nacht gehen. Auch wenn wir es erst die Hälfte des Tages, aber wir können jetzt im Moment nichts machen hier.
Dann werden wir uns lieber auf dieser Art ein bisschen was besorgen. Und diesmal gehen wir mit ihm los. Wache. Und scheint, dass man nicht zu zweit plündern gehen kann. Ja, so. Und diesmal gehen wir im... Oh, Stadtkrankenhaus. Es wurde mehrmals bombardiert, brannte und wurde wiederholt von Banditen geplündert. Trotzdem ist es noch in Betrieb. Ein Teil des Krankenhauses nimmt immer noch Patienten auf und rettet Leben. Das ist vor allem Dr. Yartimov, einem renommierten Chirurgen, zu verdanken. Er bleibt standhaft und hält die anderen auf Kurs. Können wir bei dem einfach was zusammenklauen? Diese Wohnsiedlung ist nahezu unberührt geblieben. Es ist eine ruhige Gegend. Kleine Häuser mit verwandten Gärten und Spielplätzen. Einige dieser Häuser sind noch immer bewohnt. Die Leute versuchen hier ein normales Leben zu führen. Und das Reisebüro ist kleine und luxuriöse Hotel, war früher im Besitz des Reisebüros von Bogoren. Kurz vor der Belagerung sind die Besitzer und die ausländischen Journalisten, die dort einquartiert waren, aus der Stadt geflohen. Kürzlich ist dort jemand eingezogen und hat verlauten lassen, dass er offen für Tauschhandel ist. Vielleicht hat er etwas Nützliches für uns. Da steht schon groß drunter, Vorsicht ist geboten. Ne, wir gehen da oben ins ruhige Wohnhaus. Das machen wir. Wahrscheinlich gilt es dann, dass wir da klauen, ne? Aber ist mir egal. Ich nehme eine Brechstange mit. Und ich nehme sogar eine Säge mit. Wisst ihr Bescheid? Ich nehme ein Messer mit, oder? Nee, nehme ich nicht. Nee. Los. Gucken wir mal, was die da haben. Mein Gott, dass ich immer so nach unten gucke. Wenn das alles vorbei ist, kaufe ich mir auch so ein Haus. Ja, es ist ein schönes Haus. Da haben wir schon mal direkt was zu essen gefunden. Hier draußen im Müll. Da geht's schon mal gut los. Drohne, noch mehr. War das noch was zu essen gerade? Wow. Guck an. Schon Holz. Sind das nur die beiden? Was? Wieso siehst du mich denn schon? Ich gehe trotzdem rein. Und jetzt? Ich glaube, dass es gefährlich ist. Wir versuchen nicht nach draußen zu gehen. Achso, ja. Mhm. Interessant, Opa. Tschö. Ach, jetzt gilt das alles als Stehen, was ich hier mache, oder was? Ich habe eine Brechstange, wenn du mich angreifst, Opa. Ich gucke mich nur um. Ich nehme sogar was mit. Nee, den Scheiß lasse ich da. Die nehme ich mit. Ja, das ist hier Art Apokalypse, also Belagerung. Stört dich das, wenn ich hier kurz mal ein bisschen rumkrakele und kaputt mache? Man muss Arschloch sein, mein Gott. Überleben nur die Stärksten. Das war schon immer so. Das ist schon bei Walking Dead so. Rennst du jetzt auch mal außen rum, oder was? Ja, der holt jetzt seine Waffe, Mann. Der schießt mich einfach. Der rennt echt nach oben. Privatbesitz. Achso, das heißt, das ist wirklich... Ach, war das bei den anderen auch? Stand da auch Privatbesitz? Oh, stand's. Oh, ist mir egal. Ja, damit. Der ist echt weggerannt, oder? Also, er überrascht mich gleich, ey. Und steht hinter mir mit der Schröte oder sowas. Das wäre uncool. Nee, nicht durchkommen. Jetzt brauchen wir eigentlich auch nicht mehr leise sein, ja? So, was habt ihr hier Schönes? Weiß nicht, der ist oben. Oh, wow. Oh mein Gott. Ich bin jetzt... Ich gehe voll Arschloch hier. Oh, guckt euch das an. Ich klaue euch alles zusammen hier. Was lassen wir denn da? Ich glaube, lieber... Ich lasse den Rest, glaube ich, liegen. Hier, ich lasse euch zwei Karotten da. Das reicht für euch. Schön das Arschloch, ja. Einfach alles wegklauen hier. Wo ist denn der Opa jetzt hin, Mensch? Der hat doch so viele Waffenteile. Was ist nicht richtig mit ihm? Meine Fresse. Auf was bereitet der sich vor? Dass der hier nicht jetzt irgendwie mit der Schröte steht. Noch mehr Waffenteile.
mache ich dafür noch einen Slot frei? Das sind 8. Na gucken, ob ich, wenn ich noch 6 finde, dann ja. Der ist echt weg. Es freut uns zu hören, dass du anfängst, dein Leben mit deiner Tante zu genießen. Der Krieg ist nicht so schlimm. Er ist nur nichts für Kinder. Genau genommen sagen sie, dass er bald vorbei sein wird. Mach dir wegen uns also keine Sorgen. Oma geht es schon besser. Sie wollte nicht, dass ich es dir sage, aber sie bewahrt dir etwas Mehl auf, um dir die Kekse zu backen, die du so sehr magst. Und was mich angeht, nun, ich verspreche dir, dass ich die Schaukel reparieren werde, wenn du zurück bist. Mehl, was soll ich denn mit Mehl? Ach, da ist der Opa, ja. Er leuchtet. Medikamente. Nee, lass ich liegen. Gut. Ich denke, wir haben hier richtig bewiesen, dass wir Arschlöcher sind und den erstmal alles zusammengeklaut. Ich gehe jetzt nochmal nach hinten raus, hier vorne. Und ansonsten waren wir dann in jedem Raum. Wahrscheinlich geht es hier nur noch draußen und dass wir abhauen können, was? Aber ich. Guckt euch die Ausbeute an, was, wie viel Fressen wir hier gefunden haben. Und Teile und Kram. Ah, seht ihr mal, da ist noch was. Noch mehr Bauteile, noch mehr von denen. Ja, Holzdecks habe ich jetzt voll. Alter, das ist ja Wahnsinn, was hier alles umliegt. Meine Fresse. Nochmal 6 Bauteile. Die würde ich echt gerne mitnehmen, eigentlich. Nur was lassen wir dafür da? Segelblatt vielleicht? Und dass wir uns einfach nochmal was herstellen? Ne, warte mal, wir schmeißen den Zucker auch weg. So. Dann gucke ich nämlich nochmal zurück, wo wir jetzt noch 2 Bauteile haben. Habe ich hier welche liegen lassen? Ja. So. Gut, heute waren wir genug Arschloch. Bis morgen.